Buenos Nachos! Wir sind hier in London. Wir sind endlich angekommen. Max, er macht sich wirklich lustig, ist aber ziemlich irrelevant, denn wir sind in London angekommen und mein erster Eindruck würde ich direkt mitteilen. Die Architektur begeistert mich total. Sehr coole Gebäude, also natürlich hier in der Innenstadt und außerhalb auch in den kleineren Gegenden haben die überall so kleine, lustige, süße Häuser auch ganz cool gemacht, aber vor allem diese moderne, coole Architektur. Ich versuche euch gleich irgendwas zu zeigen, gefällt mir hier sehr. Und ja, wir suchen jetzt, wir wollten unbedingt direkt zu Five Guys irgendwo gehen. Wer nicht weiß, es ist so eine Burgerkette und gibt ziemlich viele hier in London. Ja, wir müssen halt so den ersten jetzt irgendwie finden und danach gehen wir in unser Hotel und danach sehen wir uns. So, wir sind auf unserem Weg. Kurze Hosewetter, guck mal da drüben. Kurze Hosewetter. So wie man sieht, haben wir kurze Hosewetter. Es sind so viele Leute hier mit kurzer Hose. Und ich denke mir nur so, wo kann ich den nächsten Beanie holen? Ich dachte, so London ist ein bisschen bigger City, aber trotzdem, die Leute gucken mich crazy an, wenn ich die glaube. Aber schaut auf jeden Fall das hier mal an. Sieht alles wirklich City-Vibes-mäßig aus. Und echt cool. Mein Kopf friert. Ich lasse die Haare jetzt ganz sicher wachsen, denn das ist eine Katastrophe. Wir sehen uns gleich bei irgendeinem anderen. Yeah. Man's never been in Marquee when it's shut down, eh? Trust me, Daddy. When it's shut down, that's not me and it's shut down. Ring ring pussy, it's shut down. Fashion week and it's shut down. Went to the show. So, wir sind jetzt endlich beim Essen angekommen bei Five Guys. Ich will nicht viel rumlabern, denn ich will unbedingt essen. Ich sag einfach mal, wie der Burger aussieht und die Pommes. Sieht auf jeden Fall super lecker aus. Also Five Guys kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist so von Fastfood-mäßig her ein bisschen teuer gewesen, aber es war auf jeden Fall sehr lecker. Es war es wirklich wert. Der Burger war riesig, ich hoffe, man konnte das halbwegs erkennen. Er war wirklich massiv, es war mega viel drin. Und Pommes sind sogar noch übrig geblieben, habe ich nicht geschafft, alles zu essen, obwohl das auch nicht so viel aussah. Kleine Essensbewertung, Zutaten, alles frisch, die machen alles selber. Kartoffeln sind auch von Bauern hier irgendwo in England in der Nähe. Mega nice das Essen. Und jetzt gehen wir weiter Richtung, let's go da. Das ist der Hauptbahnhof hier und das ist der, wo dieses Gleis 3 Viertel ist, wo Harry Potter gedreht worden ist. Machen ein bisschen Tourist-Stuff, so die ersten 2 Tage ein bisschen Shopping, ein bisschen was ich meine. Und dann gehen wir weiter, so ein bisschen chillen, ein bisschen so einfach die Vibes, die City genießen. Also wenn ihr in London seid und ihr zum Gleis 9 Viertel extra gehen wollt, tut es nicht, es gibt nicht wirklich viel zu sehen, außer ihr seid die Hard Harry Potter Fans, dann ist da noch daneben so ein ganzer Harry Potter Laden mit Schals, irgendwelche Souvenirs, was auch immer, aber es war wirklich nicht spektakulär, wie man glaube ich im Video gesehen hat. Doch, jo! Yo, listen, niggas give me the cold shoulder, I can speak for myself. So I keep a hot waist and alligator the belt. Ain't got a belt with the holster. I ain't playing games, but got some little niggas who would do it. So I pass the controller. You can press the next out, triangle your nose. Pause your life if you squares, try to mess with my O's. Whoa, so cut the crap like shit barbers. Cause we really with the beef like cards of the gay fathers. Nigga, we get dollars. Wir waren gerade bei The Good Food Store, das war der erste Laden eben. Da gab es ziemlich nice Sachen. Also auch vor allem sehr viele coole Schuhe, die bei uns ausverkauft sind. Und danach waren wir bei SNS, also Sneakers and Stuff. Und da gab es eigentlich nur Sneaker, aber auch viele, die bei uns einfach ausverkauft sind. Aber an sich sehr cool zu sehen. Und jetzt laufen wir weiter rum durch Shoreditch. Und das ist so ein, sagen wir mal, ein bisschen eher alternatives Viertel. Nicht so dieses High-End-Fashion-Viertel oder so, zum Beispiel Dover Street oder Berkeley Street, ich weiß nicht. Und ja, jetzt suchen wir weiter noch vielleicht nach Secondhand-Läden, gehen gleich zu Nike Lab. Und ja, schon ein bisschen spät, ziemlich müde, wir laufen ein bisschen rum. Give them the bin baller, exchange for them chains, I saw shiny with thick water, I got back pain. So, wir sind gerade, wie gesagt, durch das ganze Shoreditch-Viertel, also das halbe, keine Ahnung, wir wissen nicht, wie viel
Summen gehört, wortwörtlich, glaube ich, eine halbe bis eine Stunde lang. Das hat sich auf jeden Fall so angefühlt und wir haben Nightclub im Endeffekt nicht gefunden. Ist ja nicht so schlimm, wir wissen, was es so bei Nike gibt. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Zentrum, Richtung Liverpool Street. Bisschen wieder diese hohen Gebäude, bisschen, sag ich mal, zivilisierter, bisschen moderner alles. Hier hinter uns, echt coole Wand. Und ja, ich zeige euch mal, wie die Gebäude von unten aussehen. Jetzt einfach nur die paar Hochhäuser, unter denen wir sitzen. Ist eigentlich ziemlich cool. Uhrzeit, okay, es ist jetzt schon 20 vor 6 London-Zeit. Oder also GMT, nicht plus 1 wie bei uns. Ich finde es eigentlich, wenn ich so hoch gucke, mega cool, so ein Büro ganz oben zu haben. Wäre eigentlich schon chillig. Stick, I whip cream and cop cribs. I got more space than big jeans. Y'all sleeping on me. Explain why they got shit dreams. I'm alien. Got the laser gun with the big beam. Married to the money, my bitch green. No, I don't sit lean. Ja, und ich weiß, das ist Snash. Sneaker und Fashion Kanal ist. Snashen Kanal haben wir jetzt raus. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass es zwei Parts geben wird. Und der erste Teil ist. Wenn man vielleicht merkt, okay, wir waren ein paar Stores und sowas, aber ist ein bisschen. Nein, ich laber eigentlich scheiße. Hör! Ich laber. Ich wollte gerade sagen, der erste Teil wird wirklich eher so 2D-mäßig sein. Das stimmt aber nicht, weil ich denke, beide Teile werden eine gute Mischung sein. Vor allem, weil wir morgen auch noch so nach Dover Street gehen, Oxford, bla bla bla, Big Ben, Museum auch. Also, ich denke, alles dabei. Auf jeden Fall cooles Video zu Ende. Yeah, I mean, y'all niggas weak. They thought I was goofy and all mouses. Double C my luggage and fill them with. Also, wir sind wieder ganz nett unterwegs und ich bin eigentlich schon total müde, aber ich muss gestehen, wir sind heute den ersten Tag hier, beziehungsweise eigentlich nur einen halben Tag und ich bin schon in London verliebt. Max auch, er ist schon hier das, keine Ahnung, das vierte Mal, weiß nicht, aber ich bin in London verliebt. Es ist wunderschön. Folgt mir bei Instagram white.sensation. Da gibt es ja immer diese Instagram Shortcuts, also diese Story Shortcuts. Und ich werde da wahrscheinlich auch ein paar Bilder von London reinpacken. Denn es gibt auf jeden Fall sehr viele schöne Gebäude, sehr viele Aussichten, sehr viele nice Sachen. Und jetzt morgen kommen die heftigen Shopping-Sachen. Und hier haben wir auch wieder so ein schiffmäßiges Ding, keine Ahnung. Coole Sachen auf jeden Fall. In einer riesigen Halle gerade. Wir gehen jetzt wieder weiter, setzen uns gleich vielleicht irgendwo hin. Max trinkt eine Cola. I drink a cup of tea. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Du willst, dass ich bleibe, no, no. Baby, komm und mach ein Foto. Renne weg in Yamamoto. Sie wird nach mir suchen, Soko. Und immer, wenn ich sage, no, no, steht sie mit der Liebe, Popo. Und immer, wenn sie sagt, ich hab keinen Empfang, ja, ja. Doch wenn du schreibst, bin ich live. Ich hab keinen Empfang. So, wir sind hier gerade an der Oxford Street. Und erster Eindruck ist ganz cool, gibt mega viele Läden, aber auch sehr viele von so diesen mittelklassigen Läden, also diesen ganz normalen einfach. So viele so viele Läden wie Topshop, Urban Outfitters und Co. Wir waren gerade bei Nike Town, ist sehr groß, sind 4 Etagen. Wir haben auf jeden Fall sehr paar coole Sachen, auch viele Schuhe, die zum Beispiel so ausverkauft sind. Bei uns gab es dort im Sale, zum Beispiel so keine, die Acronym Fest, die ich habe, so Air Max Patas, die Air Max Currys. Ja, ich habe überlegt, ob ich mir einfach so ein T-Shirt hole, wie ich es mir in Mailand geholt habe, nur halt in London. Aber ich muss noch kurz überlegen, ob wir gleich nicht irgendwo anders bei Nike noch eins finden oder so. Ich gucke einfach, ob wir noch was anderes Cooles finden. Wenn du schreibst, bin ich live für dich. So, auf dem Weg zu Selfridges haben wir noch Uniqlo kurz geschafft. Hab mir da einen ziemlich coolen Sollkragenpullover geholt. Dann noch so ein Heat-Tech-Thermo-Ding. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall auch so eine Art Sollkragenpullover. Soll einfach nur mega warm halten. Zeige ich auf jeden Fall euch alles ganz am Ende. Und auch für sehr angemessene Preise. Alles mega reduziert. Und ja, wir gehen jetzt weiter. Max. Wir haben ein bisschen Hunger, wir müssen langsam was zu essen suchen. Ich merke selber meine Laune ein bisschen schlechter so. Aber gleich geht das fit, wenn wir was gegessen haben. Ey, I'm
trying to get paid, take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, Young Shorty, Milcaveli. White bricks, True Religion, on the telly, it's me. Wiz got the house full of freaks. That's why I haven't been around for a week. I'm getting pounds in my sleep. I'm at the top of the mountain, it's peak. Bring it back before the villain. I had a life, real talk, True Religion. It's in the blood, in the jeans, in the stitching. Walked in, no weapon, made a killing. Tongue kissing, pretty women. New iPhone, cause I'm done with all the bitching. Tryna be in my position. Keep my shades on, cause they're trying to see the vision. Tell me, bad man, see I need your love. See I need your love. So, wir sind jetzt raus aus Selfridges. So, filmen konnte man leider nicht, da waren so überall Security-Leute. Und ich habe da einfach nur so ein bisschen gefilmt. Ich hoffe, das ist nicht allzu verwackelt. Aber an Sneakern gab es auf jeden Fall mega viele coole Sachen, weil da, wenn man hochkommt auf die erste Etage, war da so die ganze Etage für Männer und da war zum Beispiel Offspring direkt. Also Offspring ist so ein Sneakerladen. Und die hatten mega viele so Comme des Garçons, Nike Collabs und was auch immer. Sogar reduziert 40%. Also könnte man eigentlich ernst machen. Aber ein bisschen Money Management. Ich brauche die nicht, ich muss mich zurückhalten. Und an sich gab es ganz Selfridges halt so für Leute, sagen wir mal, schon in der höheren Klasse. Also gab überall Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Prada, hat alles eigentlich. Und auch natürlich auch so eher modische, beziehungsweise modernere Sachen, zum Beispiel Vêtements, Ralph Simmons, Helmut Lang, Cold World, alles. Es gab einfach alles. Selfridges ist riesig. Und vor allem für Frauen gibt es da zwei, drei Etagen. Also kann man auf jeden Fall schon mal machen. Und auf jeden Fall cool mal zu sehen. Und es gab auch so eine ganze Abteilung mit Sale und da gab es auch 424 LA, zum Beispiel so Jeansjacken von 1000 Pfund auf 200 Pfund reduziert. Also da gab es echt gute Angebote. Ja, ja. Doch wenn du schreibst, bin ich live. Ich hab keinen Empfang.